nach einer Irrfahrt durch die Nacht mit dem Bus der Fröhlich Pfalz von Dietmar Beck, dem Präsidenten und ersten Vorsitzenden, haben wir eine bildschöne junge Dame entdeckt. Es gab viele Kandidatinnen, aber vor uns steht die designierte neue Jubiläumsprinzessin der Fröhlich Pfalz, Kim, die erste aus dem Hause Vodis. Liebe Kim, erst einmal herzlichen Glückwunsch von uns, dem Metropoljournal TV. Für dich ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen und jede Prinzessin hat ein Motto und du darfst uns nun die erste Zeile oder die erste Strophe aus deinem Motto verkünden. Vor 22 Jahren entfachte die Fröhlich Pfalz das Feuer der Fasnacht in mir. Ich tanzte in der Garde auf Bühnen wie hier. Das Feuer der Fasnacht, das heißt, du bist eine leidenschaftliche Fasnachterin. Was bedeutet die Fasnacht für dich, liebe Kim? Die Fasnacht bedeutet für mich alles und ich habe mir natürlich immer gewünscht, dass irgendwann die Frage kommt, ob ich Prinzessin werden will. Und jetzt bin ich einfach nur überglücklich, dass der Traum wirklich wahr wird. Und wie ging das damals los? Was waren deine ersten Schritte im wahrsten Sinne des Wortes in der Fröhlichpfälzer Fasnacht? Also ich habe mit 6 Jahren angefangen zu tanzen. Das war damals ein Schautanz, der Regentropfentanz. Und an den werde ich mich wirklich immer erinnern. Das war wirklich wunderschön. An diesen Tanz erinnere ich mich auch noch. Es ist lange her. Es war wunderschön. Und du hast sehr lange der Fröhlichpfalz getanzt. Und du gehörst zu den Prinzessinnen, die gesagt haben, ich verzichte auf Geschenke. Ich möchte meine Kampagne einem guten Zweck widmen. Erzähl uns ganz kurz, um was es geht. Genau, ich würde gerne das Projekt unterstützen Aufwind Mannheim. Das ist eine Organisation, die sich um Kinderarmut in Mannheim kümmert. Auch Xavier Naidu ist dort Schirmherr. Und mich freut es besonders, denn ich kenne die Kinder und habe einen Bezug zu ihnen. Und deswegen hoffe ich, dass wir eine gute Summe zusammenbekommen, die ich dann übergeben kann. Dann würde ich sagen, wir wünschen der zauberhaften Prinzessin eine tolle Jubiläumskampagne, der Fröhlich Pfalz ebenfalls. Hoffen, dass du ganz, ganz viele Spenden für dieses Polypoy sammelst und sagen gemeinsam ein dreifachkräftiges Fröhlich Pfalz. Ahoi! Kim! Ahoi! Fasnacht! Ahoi! Dankeschön! Ahoi.